Kann's losgehen? Ja, Sir. Übrigens, nette Lackierung für den Kleinen. Ja. Ich glaube, wir haben uns bald einen Urlaub verdient. Bist du dabei? Ich wollte schon immer mit Delfinen schwimmen. Nein. Stachelrochen wären cool. Oh, vergiss es. Die Biester haben den Crocodile Hunter gekillt. Die sind hinterhältig. Veto. Okay, du hast nur ein Veto. Also Delfine. Ach komm, Marcus. Die sind auch hinterhältig. Echt? Warum? Ich habe so eine Doku gesehen. Ein Freizeitpark stellt nachts Delfinkameras auf, weil ständig Leute ermordet werden. Und tatsächlich haben sie am nächsten Morgen ein 1A-Snuff-Video mit Delfinen. Klingt mehr nach Killerwahl. Nein. Delfine, Mann. Flipper, Flossen, Blaslöcher. Wie läuft's denn bei euch, Jungs? Stachelrochen und Killerwale sind raus. Aber Delfine stehen noch zur Auswahl. Oh nein, tun sie nicht, oh. Gute Wahl mit den Rochen. Die haben den Crocodile Hunter gekillt. Yo, ich bin gerade total verwirrt. Worüber reden wir überhaupt? Wir koordinieren die Winkelanpassung, die nötig ist, um Daten über Richtfunkanlagen zu übertragen. Braucht ihr dabei Hilfe? Nein, passt. Stelle wird es nicht sein. Was ist das? Ich werde einfach hier bleiben. Ich reagiere allergisch auf enge Räume und Uniformen. Was ist dein Problem? Was zum Teufel soll der Scheiß? Mann, das pisst mich echt an. Ich lasse mich hier nicht mehr herumschubsen. Was zur Hölle? Fuck, was zur Hölle? Scheißstadt! Was zum?
still. Hört ihr das? Erwarten.
Kopf. Okay, das ist cool. Beginne Neustart in 3, 2, 1. Drin. Klasse, jetzt musst du nur noch zur Spitze des Turms klettern und die Schüssel auf WKZ ausrichten. Sag das nochmal. Das war nur ein Witz. Der Aufzug ist schon auf dem Weg nach unten. Danke, Josh. Agent, lassen wir es gut sein. Du bist schon mal aus einem Flugzeug gesprungen, oder? Tja, Mann, ich habe eins abstürzen lassen. Warst du schon mal Bergsteigen? Na klar. Und beim Stieren? Oh, scheiße, nein. Ja, genau. Was ist dein verdammtes Problem mit Tieren? Mann, scheiß auf Tiere. Wir sind im Krieg mit den Viechern. Die entwickeln sich und wollen uns in der Nahrungskette ersetzen. Je weniger die über uns wissen, desto besser. Halt, sogar Welpen? Vor allem die verdammten Welpen.
Die haben die Gesellschaft infiltriert. Die lernen, was wir sind. Shit. Ja, wir holen dir einen Welpen. Hey, mach mich nicht zu einem Kerl, der Welpen tritt, Marcus. So einer will ich nicht sein. Jetzt müsste es klappen. Nur noch die Feineinstellungen und so. Sieht gut aus. Josh und ich sind unterwegs. Oh, bring die mit. Hey, schicke Aussicht. Ja, schon gesehen. Flieg, Lightfoot. Und jetzt werden wir Zeugen einer schönen Blamage. Ist das auch richtig konfiguriert? Alter, ich quatsch dir auch nicht in deinen Kodierscheiß rein, oder? Leute, seid still. Ich hab's. Hier mit dem CEO von Home, der eine Überraschung hat. Oh, er hat eine Überraschung für Sie, okay. Ich habe unser neuestes Gerät dabei und präsentiere voller Stolz Home 2.0. Fuck yeah! Mit einfachen Tastendruck kann sie... Das ist das Deadset-Logo. Shit. Oh, tut mir leid. Oh mein Gott! Klasse! Ausschalten! Das reicht, das war's, okay? Bürger des digitalen Zeitalters, willkommen! Home dachte, sie könnten euch täuschen. Sie verkaufen euch ein fortschrittliches Smart-Home-System, versprechen Privatsphäre, Sicherheit und mehr Komfort. Home verkauft eure Gewohnheiten, denn tatsächlich zahlt ihr eine monatliche Gebühr für das Privileg, an den meistbietenden Verkauf zu werden. Es ist Zeit aufzuwachen. Fordert eure Persönlichkeitsrechte zurück. Wenn ihr die Informationen nicht kontrolliert, wird es ein anderer tun. Ihr könnt die Unternehmen bitten, euch gut zu behandeln. Oder ihr nehmt die Sache einfach selbst in die Hand. Der Zeck hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Eine Demütigung! Steven! Das war ein Tiefschlag, mein Freund. Kann passieren. Du blassiertes Arschloch, du hast gedacht! Nicht dein klügster Zug, Steven. In letzter Zeit hast du so einiges richtig verkackt. Setz dich. Mann, ich gab dir die Mittel, um... Du weißt schon. Mit all diesen Daten aktiv zu werden. Und du hast es total versaut. Und zwar im Fernsehen, Mann. Vermutlich macht gerade irgendwer ein Autotuning mit deinem Interview.
Finger weg von DedSec. Die sind meine Baustelle. Du musst dir nur überlegen, wie du meinen Anwälten erklärst, dass du mich angegriffen hast. Wird's denn gehen? Wird's denn gehen? Sag ja. Ja. Na bitte. Ich hol dir mal ein Glas Wasser.